zwei Missionen gibt's doch. Bin ich mal gespannt, was die für uns. Du hast nicht zufällig ein wenig Zeit für mich, oder, Clive? Ich könnte nämlich noch einmal deine Unterstützung gebrauchen. Lass mich raten. Noch ein widerspenstiger Dominus? Nicht ganz. Aber trotzdem ein äußerst gefährlicher Gegner. Es dürfte eine spannende Jagd werden. Würdest du mich begleiten? Gern. Und was genau jagen wir heute? Eine hinterhältige, kaltblütige Bestienart namens Gifre. Normalerweise bemühen wir uns, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Und das aus gutem Grund. Aber jetzt habe ich einen noch besseren, um alle Vorsicht in den Wind zu schlagen und mir die Zunge eines dieser Biester zu holen. Seine Zunge? Wenn du erlaubst, Schula, werde ich alles erklären. Natürlich, Yamila. Meine Schwester hat vor mehreren Wochen ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Aber sie ist noch immer nicht wieder auf den Beinen. Wir haben schon alles Mögliche versucht, damit sie sich besser fühlt. Salben und Tränke, Handauflegen und Aderlässe. Nichts davon hat geholfen. Die Heiler sagen, es gebe nur noch eine Hoffnung. Ein heilsamer Sud, der äußerst wirkungsvoll sein soll. Doch die Beschaffung der Zutaten ist auch äußerst gefährlich. Mit diesem Sud hoffen wir übrigens, nicht nur Yamilas Schwester und ihrem Kind zu helfen, sondern auch Valeas. Sie hat sich nämlich bereit erklärt, seine Amme zu werden. Natürlich helfe ich auch. Vielen Dank. Unsere Jäger sind zwar geschickt, aber in diesem Fall wird Geschick allein nicht ausreichen. Und alle gemeinsam auf die Jagd gehen zu lassen, würde auch nichts nützen. Denn eine Gifre ist ebenso wachsam wie tödlich. Zwei Jägern könnte es vielleicht gelingen, sich unbemerkt anzuschleichen, aber eine Gruppe würde sie sofort wittern. Dann solltet ihr beide das erledigen. Jill und ich, wir werden uns die Zeit bis zu eurer Rückkehr schon irgendwie vertreiben. Vielleicht können wir bei der Zubereitung des Suds helfen. Das würden wir wirklich zu schätzen wissen. Lass uns gleich aufbrechen, Clive. Der Fluss der Zeit nimmt schnellen Lauf und wir sollten es ihm nachtun. Ich weiß von einer Givre, die ihr Jagdrevier in den Ruinen am Fuß des Berges hat. Aber wie gesagt, sind das äußerst wachsame Kreaturen. Also werden wir einen geeigneten Köder brauchen. Das Fleisch einer Gazelle aus den Wäldern sollte diesen Zweck erfüllen. Dann lass uns gehen. Givren mögen nichts lieber als die saftige Keule einer Gazelle. Du scheinst dich wirklich gut auszukennen. Machen wir eine Abkürzung. Haben wir ja ein paar. Mögt ihr eure Gazellen gern geröstet?
Kehre heim zur See und erhebe dich zurück zu den Wolken. Unseren Köder haben wir also. Und jetzt? Jetzt gehen wir zum dunklen Tor und pflücken ein wenig Lokokraut. Das wird unseren Geruch überdecken. Hier wächst eigentlich immer irgendwo etwas Lokokraut. Halte nach goldenen Blättern Ausschau. Nimm doch. Ist es das? Ja, ganz genau. Zermahle die Blätter zwischen deinen Fingern und reibe deine Kleider gut damit ein. Wenn es sein muss. Das Zeug riecht ganz schön streng. Nach fauligen Früchten, oder? Wir werden einen ganzen Schwarm von Fliegen anlocken. Und der Geruch sorgt dafür, dass die Givre uns nicht wittert. Sie wird uns für nichts weiter als ein Festmahl für Würmer halten. Ach, da fühle ich mich gleich so viel besser. Wir können es danach ja gleich abwaschen. Glücklicherweise gibt es in der Nähe ihres Jagdreviers mehr als genug Wasser. Also wirst du im Handumdrehen wieder ganz der Alte sein. Ja, Wasser allein reicht bei sowas nicht. Köder aus. Da, wo sie bereits Spuren hinterlassen hat. Givrin sind Gewohnheitstiere. Früher oder später wird sie dorthin zurückkehren. Reviermarkierungen? Die stammen von einer anderen Bestie. Vielleicht von einem Curl. Warum sind da noch zwei Orte nicht passierbar? Das ist auf jeden Fall die Spur eines Raubtiers. Man kann ganz deutlich die Klauen erkennen. Und nicht nur irgendwelche Klauen. Die gehören einer Givre. Da besteht kein Zweifel. Lass uns den Köder hier auslegen. Hoffentlich hat die Gute auch Hunger. Immer noch nichts. Nur Geduld, Clive. Das ist das oberste Gebot bei der Jagd. Hast du schon mal eins von diesen Biestern erlegt?
Ein einziges Mal. Givren sind schnell. Also war jemand vonnöten, der Magie wirken kann. Aber selbst mit meiner Gabe war es mehr als knapp. Nicht viele Anführer würden sich für ihr Volk einer solchen Gefahr aussetzen. Sagt der Mann, der mit einer Esper gekämpft hat, um einen wildfremden Jungen zu retten. Unsere angeborenen Talente zum Wohle aller einzusetzen, ist für uns Kinder des Wassers eine Selbstverständlichkeit. Für dich doch auch, soweit ich weiß. Für Cid war es das. Den echten Cid, dessen Namen ich jetzt trage, meine ich. Er hat mit jeder Faser seiner Seele für seine Leute und unser aller Zukunft gekämpft. Ich versuche nur, in seine Fußstapfen zu treten. In vieler Hinsicht. Erinnerst du mich an ihn? Ich? Da scheinst du Leidenschaft mit Verzweiflung zu verwechseln. Still! Da kommt irgendwas. So, wie ist das? Ist ja endlich unser lang ersehnter Gast. Gehen wir ihn begrüßen. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Lass sie nicht entkommen! Das tut gut.
Diese Dinger sind wirklich nicht zu unterschätzen. Sie sind richtige Naturgewalten. Das Ableben von dieser hier hat den Fluss des Lebens besänftigt. O tobende Flut, Kind des Sturms, möge deine Seele frei sein in den Weiten des Ozeans. Deinen Leib erbitte ich, auf dass sein Segen an diesem Tage über uns komme und unser Strom auf ewig fließen möge. Hier sind wir fertig. Lass uns schnell zurück zum Dorf gehen und Jamila die Zunge geben, ehe sie verdirbt. Schula, Milord, ist alles nach Plan verlaufen? Das ist es. Hier, eine Givrenzunge, wie versprochen. Oh, vielen Dank. Ich werde sie auf der Stelle dem Sud hinzufügen. Bitte entschuldige mich, Schula. Falls wir sonst noch irgendwie helfen können, lass es uns wissen. Oh nein, nicht doch. Du hast jetzt schon mehr für meine Familie getan, als wir jemals wieder gut machen können. Genau wie du, Clive, für meine Familie. Leider habe ich im Gegenzug kaum etwas anzubieten, außer meine Dankbarkeit. Das ist mehr als genug. Außerdem habe auch ich zu danken. Wofür? Dafür, dass ihr meine Freunde und mich in eurer Mitte willkommen heißt. Uns ein wenig an eurem Leben teilhaben lasst. Ihr erinnert uns daran, dass die Welt, nach der wir streben, in der alle Menschen in Frieden und Freundschaft miteinander leben können, keine bloße Fantasie ist. So idyllisch ist es hier leider nicht. Jeder neue Tag ist ein Kampf. Aber einer, den wir alle zusammen kämpfen. Das stimmt. So wie es sein sollte. Aber bitte vergiss nicht, welchen Preis Träger für ihre Gabe bezahlen müssen. Ich weiß, dass du es als deine Pflicht ansiehst, alles für dein Volk zu tun, was in deiner Macht steht, aber du hast jetzt auch die Verantwortung für ein Kind. Und Valeas hat schon genug verloren. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Mehr will ich gar nicht. Oh, und wenn es sonst noch irgendetwas gibt, bei dem wir behilflich sein können, dann, du weißt schon. Ich danke dir. Wirklich. Ist aber eine neue Quest dazu gekommen. Milord, hättet ihr ein wenig Zeit für mich? Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Selbstverständlich. Was gibt es? Es ist eine lange Geschichte. Doch zuerst erlaubt mir eine Frage. Stimmt es, dass Lady Schula euch von der Hexe des Nordens erzählt hat? Das hat sie.
Eure Vorfahren sollen die Hexe hier gefunden und sich um sie gekümmert haben. Und zum Dank hat sie ihnen die Magie vermacht, mit der man die Zeit anhalten kann. Sie war ein Dominus wie Valeas, weißt du? Die Herrin des Eises. Meine Urgroßmutter hatte das schon vermutet. Sie war diejenige, die sich bis zum Tod der Hexe um sie gekümmert hat. Und nach ihrer Heimkehr zur See wurde die Pflege ihres Grabs ebenfalls zur Aufgabe meiner Ahnen. Seitdem wird diese Pflicht in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben und ist jetzt die meine. Dank dir gerät sie also nicht in Vergessenheit. Und was genau soll ich jetzt für dich erledigen? Nun, der Weg zu ihrer Grabstätte war lange Zeit von einem umgestürzten Baum versperrt, welchen wir erst kürzlich beiseite räumen konnten. Vielleicht hätten wir ihn aber lieber an Ort und Stelle lassen sollen. Als wir nämlich den Rest des Pfads freiräumen wollten, mussten wir feststellen, dass eine Herde blutdürstiger Bestien die dortigen Klippen vereinnahmt hatte. Keiner unserer Jäger ist ihnen gewachsen. Aber ihr, Milord, habt eure Stärke bereits unzählige Male unter Beweis gestellt. Würdet ihr uns helfen, sie zu vertreiben? Natürlich. Natürlich. Ich werde dafür sorgen, dass der Weg wieder passierbar wird. Ich danke euch, Milord. Die Hexe ist an einem Ort namens Hexenschlund begraben. Um dorthin zu gelangen, solltet ihr euch bei den geflügelten Gondeln nach links wenden und dann dem Pfad nach rechts folgen, tief in den Wald hinein. Warum ist ihr Grab so weit von der Zuflucht entfernt? Weil sie dort gelebt hat. Kurz nachdem meine Vorfahren in Mysidia angekommen waren, fanden sie die Arme bereits fast versteinert in einem verlassenen Dorf. Es war ihr innigster Wunsch, nach ihrem Tod wieder dorthin zurückzukehren. Deshalb ließ meine Urgroßmutter später einen Grabstein für sie errichten. Auf den Klippen über ihrem einstigen Zuhause. Ich verstehe. Dann gehen wir es am besten gleich an. Bei den Schiffen links abbiegen und dann weiter nach rechts, ja? Ganz genau. Nochmals vielen Dank, Milord. Ich werde zum Grab nachkommen, sobald ich kann. Das müsste der Pfad zum Hexenschlund sein. Lust auf Bestien, Torgel? Und da ist unser Empfangskomitee. Yeah.
Das scheinen alle gewesen zu sein. Und wo ist das Grab der Hexe? Das muss es sein. Milord. Ich danke euch. Endlich ist der Pfad wieder sicher. Isay. War das ihr Name? Ja, alles andere als ein angemessenes Denkmal für einen Dominus, nicht wahr? Ein grob behauener Stein, den nichts als ein Name ziert. Doch meine Ahnen lebten damals erst seit wenigen Wochen in Mysidia. Jeder Tag war ein Kampf ums Überleben. Und so hatten sie weder die Zeit noch die Kraft für einen würdigeren Grabstein. Dennoch wollten sie der Hexe ihren letzten Wunsch erfüllen. Auf dass sie selbst nach ihrem Tod weiter über ihr Zuhause wachen möge. Sie hat also dort unten in den Ruinen gelebt? Das hat sie. Früher einmal waren das die Behausungen der Dienerschaft des Tempels. Als die nördlichen Herrscher Isay hierher entsandten, um ihre Magie zu wirken, brachte man sie und ihr Gefolge dort unter. Mit ihr kamen Priester, Dienerinnen und ein Ritter, der geschworen hatte, sie zu beschützen. Meine Ahnen fanden bei ihrer Ankunft jedoch alles bereits verlassen vor. Die Dienerschaft war entweder geflohen oder an den Fronten im Westen umgekommen. Nur Isay blieb zurück, um hier die letzten Tage ihres Lebens zu verbringen. In der Tat. Zumindest lautet so die Legende, die man sich in unserem Volk erzählt. Doch sie ist lediglich ein Teil der Wahrheit. Nur Lady Shula und ich kennen die ganze Geschichte. Einige Jahre nach Isays Tod ging meine Urgroßmutter zu ihrem Grab, um nach dem Rechten zu sehen, und fand dort einen Fremden, der vor dem Grabstein kniete, von Kopf bis Fuß geharnischt. Sie sprach ihn an und fragte, wer er sei, erhielt jedoch keine Antwort. Schließlich erklang seine Stimme: Sag mir, wer liegt hier begraben? Also erzählte sie ihm alles. Davon, wie ihr Volk Isay begegnet war, dass sie für die Hexe gesorgt hatten und auch von ihrem Tod. Daraufhin blickte er nur lange Zeit schweigend hinauf zum Hort der Ewigkeit. Und irgendwann war er spurlos verschwunden. Für immer. Seine Rüstung. War sie in Schwarz und Gold gehalten? Wisst ihr irgendetwas über ihn? Im Hort der Ewigkeit hat uns eine Gestalt angegriffen, die verhindern wollte, dass wir Isays Magie auflösen. Ein Krieger in voller Rüstung. Er ist genau vor dem Zepter erschienen. Und in seinem Äther habe ich Shiva gespürt. Die Hexe. Könnte dies derselbe Mann sein, den meine Urgroßmutter hier einst vorgefunden hat? Isays Ritter? Ich weiß es nicht. Aber möglich wäre es. Sicher ist jedenfalls, dass er ihr Werk um jeden Preis bewahren wollte. Oder vielleicht ihre Seele. Die Überreste ihres Äthers, die noch in ihrem Zepter steckten. Möglicherweise war auch seine Seele in ihrer Magie gefangen. Gebunden an die ewige Pflicht, sie zu beschützen. Bis wir dem ein Ende bereitet haben. Falls diese Gestalt wirklich Isays Ritter war, dann habt ihr ihm ein unschätzbares Geschenk gemacht. Nun kann er endlich zur See zurückkehren und damit auch zu seiner Herrin. Sollte seine Seele jemals wieder den Weg zu ihrem Grab finden, werde ich den Namen dieses treuesten aller Beschützer erfragen
und ihn ebenfalls in den Grabstein meißeln. Mögen sie auf ewig vereint sein. Das Ende kann warten. Wow. Ja, eine Mission gibt's ja noch.